Dieser Strand birgt viele verborgene Schätze. Keine Sorge, jede Puppe ohne Beine ist nur eine Meerjungfrau in der Mache. Dieses Harz sorgt dafür, dass alles an einem Stück bleibt. Und ohne Glitzer geht's nicht. Es ist Glitzer. Lass es trocknen und sie kann unter dem Meer leben. Lass sie runter. Hey, deine Hand ist schmutzig. Schau, sie ist ein echtes Mädchen. Fischmädchen. Oh, der Osterhase ist wieder da. Weißt du, dieses Ei hat genau die richtige Form. Und zwar für unser brandneues Strandspielzeug. Füge Sand hinzu und schon hast du einen heißen Strandhintern. Sei nur vorsichtig, wenn du zukneifst. Oh, Entenbabys. Eine Entenfamilie. Oh nein. Gut, dass Enten Wasser mögen. Nicht weinen, das sollte dich aufmuntern. Jetzt kannst du eine ganz neue Herde zusammenstellen. Achte nur darauf, dass du nassen Sand verwendest. Und, ach ja, nicht drauftreten. Wer will ihm sagen, dass er einfach mehr machen kann? Tja, es ist Bademodensaison. Ein bisschen Pflege kann da nicht schaden. Ein Nanotape ist genau das, was wir brauchen. Als nächstes sollten wir dem Band ein wenig Luft verschaffen. Es wäre eine Schande, diese blauen Haare zu verschwenden. Zeichne ein Gesicht und er ist dein neuer bester Freund. Beruhige dich. Steh einfach auf. Du bist am Ufer. Hey, du hast einen Stein gefunden. Man muss das Tauschgeschäft einfach lieben. Hoffen wir, dass sie ihr Squishy nicht zurückhaben will. Man weiß, dass es eine Party ist, wenn man Luftballons sieht. Besser noch, es sind deine brandneuen Schwimmflügel. Worauf wartest du noch? Rein ins Wasser! Ja, Felsen sind nicht dafür bekannt, dass sie zu bequem sind. Zeit zum Basteln. Nimm einfach eine Strumpfhose und fülle sie mit Sand. Wenn sie schön voll ist, gib Unterwäsche dazu. Jetzt entspann dich und ruh deinen Kopf aus. Aua, das ist heiß. Es muss doch eine Lösung gegen die Hitze an den Füßen geben. Katzenpfötchen. Ich dachte an Flipflops, aber okay. Vorsichtig auf Zehenspitzen gehen. Das könnte eine Weile dauern. Trotzdem, Kunst wie diese Pfotenabdrücke braucht Arbeit. Wenn wir schon dabei sind, sollten wir den ganzen Katzenlook ausprobieren, oder? Ach, der Strand. Der perfekte Ort, um Videos zu schauen. Oder auch nicht. Kann jemand die Sonne ausschalten? Keine Sorge, dieser Kater hat die beste Lösung. Ein Karton. Haustiere können einfach nicht genug davon bekommen. Und er spendet deinem Handy den dringend benötigten Schatten. Und jetzt her mit dem Popcorn. Es gibt eine Menge Fische im Meer. Also lass uns einen fangen. Noch besser. Es ist ein neues Spielzeug. Ein Squishmaker. Sollte sich als nützlich erweisen. Squishies halten sich hier nicht lange. Jetzt puste es auf, damit wir es füllen können. Gummiwürmer, Spielzeug, Glitzer, was immer du willst. Naja, solange es reinpasst.
wie diese Kopfhörer. Eine schöne Limo spült alles runter. Jetzt ist es an der Zeit zu quetschen. Ja, du solltest es wahrscheinlich nicht werfen. Toll, du weißt, dass sie es behalten wird. Gesundheit! Du hast da was. Wow, ein Schnürsenkel. Wie ist der denn da reingekommen? Wie auch immer, gib ihn in diese Rohre. Und tauche es in eine schöne Seifenlauge. Wir können damit Riesenseifenblasen machen. Wer sagt, dass Seifenblasen nicht lang sein können? Eiscreme an einem heißen Tag. Deshalb nehme ich immer nur einen Milchshake. Das nächste Mal, wenn du deine Hände sauber halten willst, mach ein Loch mit der Hand und fülle es mit Gips. Jetzt ist es eine Ersatzhand, die deine Waffel für dich hält. So bleiben deine Hände sauber. Pass am Strand immer auf, wo du hintrittst. Zumal das nicht dein Handtuch ist. Das Gute daran, du hast einen Schatz gefunden. Eine Poptube. Erweitern wir unsere Sammlung. Man kann nie zu viele Poptubes haben, oder? All diese Röhren könnten sich als nützlich erweisen. Als würde man den Ozean direkt zu dir bringen. Sicher, es ist nur ein paar Schritte entfernt. Ah, ein paar Schritte zu viel. Okay, wird noch jemandem schwindelig? Und siehst du, du kannst deine Füße waschen. Vergiss nur nicht den anderen Fuß. Es ist wirklich heiß. Haben wir noch etwas Eiscreme? Warte, Eiswaffeln haben keine Propeller, aber Eisventilatoren schon. Oh, ich glaube, du hast es zu hoch gestellt. Das ist ein Tornado. Schnell, jemand muss Toto holen. Hier, richte es gegen die Wellen. Das ist erfrischend. Oh, da hat jemand an seiner Bräune gearbeitet. Und mit diesem Sonnenschutzmittel sind Abdrücke richtig cool. Weil sie niedliche kleine Blumenformen haben. Entspann dich in der Sonne und wisch sie ab. Und jetzt posieren! Diese Nudeln sehen ungekocht aus. Perfekt für unser nächstes Handwerk. Rühre einfach die Farbe ein, bis alles schön blau ist. Oh, nicht weinen. Du hättest dir einen Zahn ausgeschlagen. Steck sie in den Sand. Füge Ramen und Rotini hinzu. Ein paar Muscheln und wir haben ein Paradies für Spielzeugfische. Oh, ich wusste nicht, dass wir Wale beobachten würden. Was? Das ist ja ein süßes kleines Beluga-Baby. Nennen wir ihn Stöpsel, das passt zu ihm. Schau dir das an, die Getränke gehen auf ihn. Ich hoffe, du magst deine Milch mit etwas Biss. Was für ein schöner Tag, um ein Abenteuer zu erleben. Aber alle packen schon zusammen. Ich habe gesagt, alle packen schon zusammen. Das heißt, sie fahren. Jetzt. Mann, warum hören die Leute nie auf mich? Wartet mal, Leute, ihr habt das Toilettenpapier!
ganz ruhig. Vielleicht haben sie deine Sachen zurückgelassen. Hast du für Notfälle gepackt? Na, ekliges Ungeziefer. Na, hast du irgendwas gegen Mückenstiche? Oh, wow, ein Sauger. Scheint ziemlich schnell und schmerzlos zu sein. Und du kannst es am ganzen Körper anwenden. Warte mal, ich glaube, du sollst es nur so verwenden, wie es auch vorgesehen ist. Wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Hey, wirst du was von den Süßigkeiten teilen? Oh, wenn ich es mir recht überlege, will ich doch nichts. Was machst du mit dem Stuhl? Oh, du änderst seinen Aufgabenbereich zu Toilette. Ich werde jetzt nicht fragen, wie ihr Verdauungssystem funktioniert. Denkt dran, dass ihr eure Erdbeeren ordnungsgemäß entsorgt und noch einen Stuhl mitbringen solltet. Wenn ich du wäre, würde ich in der Tasche nach einem Kissen oder einer Decke oder sowas suchen. Wow, das ist ja noch besser. Ein ganzes Bett. Naja, eines, das du mit Luft füllen musst. Gut, dass wir in der freien Natur sind, mit ganz viel frischer Luft. Siehst du, ich habe dir doch gesagt, dass du eine Decke hättest mitbringen sollen. Gute Idee. Wenn du im Kapuzenpulli frierst, dann denk nur mal an die armen Bäume. Vielleicht solltest du das, was du da tust, unter Verschluss halten. Moment mal. Sie deckt sie nicht nur zu, sie macht ein ganzes Netz. Ein Netz, das im Grunde auch eine Hängematte ist. Hoffen wir, dass es gut hält. Außerdem, warum sollten nur Spinnen den ganzen Spaß haben? Ja, diese verdammten Vögel. Wo ist Colonel Sanders, wenn man ihn braucht? Zeit zum Saubermachen. Sammle zuerst etwas Wasser in einer Plastiktüte. Mach ein paar Löcher rein und du bekommst eine coole Dusche. Okay, heute haben wir gelernt, dass Achte auf Schritt und Tritt manchmal wörtlich genommen werden sollte. Gute Idee. Ist wahrscheinlich keine gute Idee, sich die Füße nass zu machen. Wirf beim nächsten Mal einen Stein voraus, um sicherzugehen, dass es nicht tiefer ist, als es aussieht. Ich frage mich, was sie sonst noch so können. Oh, schau, sie halten auch deine Hände sauber. Wem genau winkt sie zu? Sieht aus, als wäre es Zeit für eine Bastelei. Ah, eine Heißklebepistole ist der beste Freund eines Mädchens. Tragt sie immer bei euch. Seht ihr? Damit konnte sie neue Freunde finden. Ah, oh, wie süß. Wenn wir genau hinschauen, gibt uns die Natur immer, was wir brauchen. Seht ihr? Alles kann auf Bäumen wachsen. Sehr gut. Eier passen perfekt zu dem Würstchen. Und wo ist der Kaffeebaum? Ein Eierkocher. Sicher, dass du es nicht roh probieren willst? Corn Dogs zum Frühstück sind die wichtigsten Corn Dogs des Tages. Gute Idee. Man sollte immer genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Und mit diesem Filter hast du so viel Wasser, wie du brauchst. Tja, keinen Tropfen zu trinken, sagten sie.
Ich liebe es, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Wahrscheinlich hättest du das für deine Dusche verwenden sollen. Trotzdem, ein tolles Getränk und immer noch genug Wasser zum Schwimmen. Ja. Oh, was ist denn jetzt los? Hoffen wir mal, du hast was eingepackt, das du auch aufhängen kannst. Okay, dein Pulli ist ein guter Anfang. Jetzt müssen wir nur noch einen Schrank dafür bauen. Ach, dieser Zweig reicht. Und das gerade noch rechtzeitig bei all dem Schweiß. Gute Idee. Wahrscheinlich werden so auch die Hosen trocken. Was können wir sonst noch so tun? Hängen Leute auch ihre Schuhe auf? In solchen Zeiten wünschte ich, dass es mehr Einkaufszentren gäbe. Ja, wer braucht schon Gesellschaft, wenn man sich einen neuen Freund kreieren kann? Irgendetwas sagt mir, dass du weiterhin diesen blauen Schutz hättest tragen sollen. Hunger oder was? Oh, cool. Das ist wie eine Serviette, aber klein wie ein Pfefferminz. Gib es einfach ins Wasser. Und schon bald sind diese Schuhe wie neu. Okay, das ist ein bisschen zu sauber. Warte mal, du hattest die ganze Zeit ein Handy? Ruf Hilfe, bestell eine Pizza, irgendwas. Ach, vergiss es. Klar, und ein Ladegerät hatte sie auch. Schnell, lade es auf, bevor die Sonne untergeht. Tja, du hättest deine Energie nicht darauf verwenden sollen, all diese Kleider aufzuhängen. Gut, es ist aufgeladen. Okay, prüf mal deine Mails. Aber dann ruf endlich Hilfe. Das ist nicht gut. Ich meine, was bringt's, draußen zu sein, ohne ein Selfie zu machen? Cool, ein reflektierender Spiegel. Und wenn du Licht hast, hast du auch Wärme. Lohnt sich wohl nicht, für diese Baum-Hotdogs zurückzugehen. Ich schätze, das ist jetzt einfach ihr neues Leben. Nun, es ist friedlich. Gott sei Dank, Hilfe ist da. Ich schätze, sie haben umgedreht, als sie merkten, dass sie das Klopapier vergessen haben. Oh, er hat seinen Doppelgänger gesehen. Und du da, ich würde meinen Kopf da lieber nicht reinstecken. Schnell, während sie abgelenkt sind, nimm das Auto. Und nimm mich bitte mit. Ach, egal. Schätze, das ist jetzt euer neues Leben. Also, wo war nochmal der Hotdog-Baum? Ja, das war ja wirklich camptastisches Zeug. Wenn ich's nach Hause schaffe, sehen wir uns beim nächsten Mal. Frau Melone hier hat einen Notfall. Schau dir nur dieses Zahnfleisch an. Bringen wir das in Ordnung. Wahrscheinlich sollte sie vorher betäubt werden. Was glaubst du, ist mit ihr passiert? Das war wohl kein Scherz, als sie sagten, Zahnseide sei wichtig. Am besten entfernen wir, was auch immer das ist. Sieht schon viel besser aus. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich deine Zähne überprüfen. Da bekommt jemand Besuch von der Zahnfee. Aber in der Zwischenzeit brauchst du einen neuen Zahn. Wenn es seltsam aussieht, einfach Wasser hinzufügen. Jetzt sieht es brandneu aus.
Oh nein, Mr. Ananas sieht verärgert aus. Ein einfaches Röntgenbild sollte der Sache auf den Grund gehen. Glückwunsch, es ist ein kleines Einhorn. Zeit zu schlafen, damit wir es uns genauer ansehen können. Nimm nichts Wichtiges heraus. Wow, ein Kristalleinhorn. Es glitzert so schön. Also, wenn wir schon mal hier sind, kann doch ein bisschen nicht schaden. Füge Glitzer hinzu. Das ist die Antwort auf alles. Hier sind zwei Pflaster nötig. Alles besser. Frau Orange, du solltest vorsichtiger sein beim Herumkugeln. Besonders in deinem Zustand. Sie ist schwanger. Ach, gut, dass sie schläft. Gleich können wir den Kopf sehen. Ach, da kommen also die Clementinen her. Jetzt brauchen wir noch Nadel und Faden. Unterschätze niemals die Macht eines Nähkurses. Gut, sie ist zugenäht. Jetzt muss sie gereinigt werden. Zeit für ein Familientreffen. Oh. Jemand muss den Landwirt über all diese kranken Früchte informieren. Mal sehen, ob wir die Infektion entfernen können. Ein Gummiwurm. Entsorge ihn ordnungsgemäß. Was? Krankenschwestern müssen auch was essen. Leg etwas Süßes hinein und verschließe ihn. Der Himmel stürzt ein. Nein, warte, es ist nur eine Banane. Eine kranke Banane. Keine Sorge, wir werden schon herausfinden, was los ist. Nimm einen Marker, um die Dinge zu planen. Ist das die duftende Sorte? Ich frage mich, ob wir eine Schältransplantation durchführen können. Ich wusste ja, dass diese Banane besonders ist, aber blaues Blut? Auch ein bisschen grün unter der Schale. Wie ist das überhaupt da reingekommen? Wunderbar, wir haben einen Spender gefunden. Wir müssen nur ähnliche Formen wie zuvor herstellen. Stell dir nur vor, eine alte Kniescheibe kann seine neue Stirn sein. Ich bin sicher, es ist viel einfacher, grün zu sein. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass alles an seinem Platz bleibt. Oh, was für ein Lächeln. Vielleicht wird er einen neuen Trend starten. Mr. Banana sollte sich mit temporären Tattoos beschäftigen. Wenn die Beziehung endet, kann es einfach abgewaschen werden. Tja, jetzt ist es zu spät. Also weg damit. Zum Glück haben wir einen Spender, der bereit ist, zu helfen. Gut auch, dass seine neue Freundin Kate heißt. Hoffen wir nur, dass sich diese Bananen nicht so bald trennen. Medizintastisches Zeug. Zeit für eine Dusche. In der Zwischenzeit können wir unsere Zähne putzen. Na, kein Wunder, dass das Ding so schwer zu drücken war. Außerdem gehört ein Kopf obendrauf. Zahnpasta als Shampoo? Ich dachte, es sei nur gut gegen Pickel. Was ist da drin? Oh, eine Murmel. Perfekte Strumpf, Ballonfüllung. Sichere es mit einem Gummiband und falte es zusammen. Fülle ihn auf. So geht das auch. Füge ein paar Augen hinzu, vielleicht einen Mund, was immer du willst. Die ganze Bande ist hier. Okay, wer hat die Kiste angelassen? Oh, ein Pappbecher.
die Maden sind wieder in der Recyclingtonne gelandet. Mach es sauber und verpasse ihm einen frischen Anstrich. Vielleicht noch etwas Orange um die Löcher? Tja, wer lebt in einer Ananas unter dem Meer? Hier ist ein Trick. Puste eine Kerze aus und stell ihn oben drauf. Hat noch jemand Lust auf Donuts? Hier muss doch was Gutes drin sein. Ist das... Könnte das... Ja, wir haben Luftpolsterfolie. Apropos platzen. Sieh dir diesen Pickel an. Zurückbleiben, er wird explodieren. Warte, sammelst du es ein? Gute Idee. Wir können diese Blasen extra weich machen. Und schau, du kannst deine eigene Gesichtsmaske ausschneiden. Her mit den Gurken. Oh, was für ein Bild. Wir sollten es einrahmen. Hier ist eine Idee. Nimm eine leere Plastikflasche. Jetzt ist es an der Zeit, das Heizeisen zu schwingen. Brenne Löcher in den Boden und schneide einige Schlitze hinein. Füge Drähte hinzu und führe sie durch jedes Loch. Jetzt haben wir unsere eigene Demogorgon-Puppe. Bringen wir etwas Farbe ins Spiel, wie schönes, leuchtendes Ketchup-Rot. Eine Reihe Zähne verleiht genau den richtigen Touch. Ganz zu schweigen von einem schönen